Core Gaming Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Knights of the Old Republic. In der letzten Folge sind wir hier in die Basis der Schwarzen Vulka rein, haben sogar erfahren, dass Bragic die Vulka so ein bisschen, naja, umgemodelt hat, wenn man so sagen möchte. Denn früher hatten die noch sowas wie Ehre, das wird hier zumindest behauptet. Naja, wir werden sehen. Wo können wir jetzt noch lang? Da vorne geht's zur Unterstadt, genau. Ich glaube, bei dem Gang gab es nichts weiter, was wir da machen konnten. Ne? Kann das? Hallo? Kann das sein? Oder irre ich mich da? Wir wollen natürlich nicht wieder durch die Tür gehen. Wir wissen ja, was da passiert. Das haben wir ja in der letzten Folge fulminant ins Gras gebissen. Ne? Deswegen, das lassen wir doch sicher. Ah, guck mal, das Sicherheitssystem. Da haben wir doch die Karte von. Ja, nice. Sollen wir da hin? Ich will mal gucken, was das in der Mitte ist. Was ist das hier? Waffenkammer. Nice. Gesperrt. Warum? Achso, wir haben ja gegenüber ein Terminal. So, warte mal. Wer hat denn von uns die meisten Computerkenntnisse? Nein. Ja, Computerkenntnisse. Ich habe 2. 0. Sie hat 4. Demnach macht Mission das. Hallo. Danke. So, es kostet eine Sonne, mich reinzuhacken. Und wir haben 24. Läuft bei uns. Ach, guck mal. So, Unterkünfte. Ah, siehste. Ja, hier Stromleitungen. Hätten wir machen können, so wie ich das gesagt habe. Machen wir jetzt natürlich nicht mehr. Zurück. Cool. Zurück zur Kamera. Das machen wir. So, Erfolg. Aufzug, Geschütztürme deaktiviert. Schalte um auf Kamera. Ah, okay. Kontrollraum. Zurück. Und dann... Hä? Okay. Greif auf Systembefehle zu. Muss gerade mal gucken. Die Katze macht hier gerade schon wieder komische Sachen. Alle Sicherheitstüren öffnen. 2 Sonden. Erfolg. Die 4 Sonden, die brauchen wir nicht. Und abmelden. Sehr gut. Ja. Schön 200 Erfahrungspunkte bekommen. So. Haha. Was kriegen wir denn hier Hübsches? Granaten. Militäranzug. Schwerer Kampfpanzer. Vibrationszell Maschinenpanzer. Nice. Und wir bekommen hier ein Ionengewehr. Einen schweren Blaster und einen Ionenblaster. Ich habe gerade eine geniale Idee. Und zwar... Die junge Dame hier. Da gehen wir jetzt den Weg. Der hat 1 bis 8. 1 bis 6. Und der hat 1 bis 10. Die bekommt Salbas Bowcaster. Ich muss mal eben nochmal bei ihr in die... Nicht in die Kurzbefehle. Standardangriff, Grenadier. Hier wollte ich reingucken. So, Talente. So, sie hat ja Blastergewehr. Ne? Hat sie ja auch drin. Okay. Was war das? Verteidigungswert. Charaktere, die sich Kampf auf einen nicht gefühlt haben, aufgrund ihrer Effektivität. Okay, duellieren wäre jetzt quasi sowas, was sie dadurch umsonst hat. Aber gut, ich denke, damit können wir leben. Damit dürfte sie jetzt aber auch einiges mehr an Schaden raushauen. Hoffe ich zumindest. Und dann können wir jetzt ja hochgehen.
und quasi unseren Aufzug nehmen, ne? So. Ist aber auch gut hier. So. Und das war die Garagensicherheitstür. Okay. So, Garagensicherheitstür, wie gesagt, haben wir ja geknackt. Genauso wie die Geschütze. Haha, ihr macht mir gar nichts mehr. Natürlich können wir die auch noch plündern, glaube ich. Hallo? Genau, ich unterhalte mich mit dem Geschütz. Du Sommergeschütz, warum machst du es so? So, dann haben wir die Ebene erledigt. Ich glaube, die nächste Ebene ist nicht mal wirklich groß. Und danach haben wir den Prototyp für das Swoop-Bike, den wir besorgen sollten. So, schauen wir uns mal um hier. Hier könnten wir... Den könnten wir reaktivieren, aber wir haben zu wenig Ersatzteile. Mit 8 werden wir dann nicht viel reißen. Schrottplatz-Druide genauso. Also wie gesagt, wir haben da ein bisschen wenig, deswegen werden wir da mal nicht dran rumfuhrwerken. Und hier haben wir schon die ersten schwarzen Vulka. Tak, tak. So, jetzt, vor allem momentan sind wir jetzt wieder in der glorreichen Position, dass wir einfach Blindschuhe draufhauen können. Hat auch so ein bisschen mit den Level-Ups zu tun, die wir uns gegönnt haben, ne? Logischerweise. Verlade-Docs. Wir speichern hier jetzt mal eben kurz. Ich möchte nämlich nicht wieder auf einmal doof irgendwie in der Wand stehen oder so. Spiel 1, genau, da hatten wir ja. Ja, ich bin aber überlegen, wen nehmen wir denn dann gleich mit? Ja, also beziehungsweise wen lassen wir weg? Ich, ja, okay, die ist gesperrt. Kann da eventuell mischen, was Dreichseln? Unmöglich. Okay, dann geht das nicht. Normale Tür. Wir gehen mal eben... Hallo? Ist hier noch was drin? Nein. Okay, dann scheint das irgendwie ein Ekelraum zu sein, wo man, weiß ich nicht, den ganzen Müll reinschmeißt. Hallo? Was hat hier... Was schießt hier gerade auf mir? Oh, Mechaniker. Was geht? Was machst du hier? Wachposten, okay. Ja, der Mechaniker war ein harter Tobak. Definitiv. Habt ihr euch da hinten? Ne, habt ihr nicht. Wo kommen die denn weg, du? Sag mal. Oh, der Mechaniker? Okay, warte mal. Apropos. Warte. Ich habe Militär. Er kann natürlich nichts. Sie kann nicht. Militär kann sie nicht tragen. Okay, schade. Ne, dann bleibt es dabei. Und er wäre sowieso schlechter. Einzige, was. Ne, nicht mal der Geschicklichkeitsboni wäre besser. Also von daher, Militäranzug quasi komplett für uns egal. Mischen. Ich mag dich nicht so rumtanzen lassen. Du kriegst ein verbessertes Medikit. Dann brauchen wir nämlich nur eins. So. Dann können wir mal eben gucken, ob wir hier an die Swoop-Bikes ran können. So wie es aussieht. Niet. Können wir nicht. Ich glaube, von hier sind die gekommen. Kann das? Nee, Quatsch. Von da sind wir gekommen, oder? Nein. Ah. Nee, alles gut, da können wir lang. Supi, dann gehen wir da auch erst lang. Ich will nämlich da mal lieber erstmal erkunden. Ihr kennt das ja, ne? Wenn man schon in Spielen erkunden kann, da bin ich voll dafür. Die snacken wir mal eben weg hier. 30, Igit. Auch noch am Faustkämpfer, weißt du? So viel dazu. So, hier haben wir wieder eine schöne Feldkiste. Was haben wir da drin? Credits, Reparaturkits. Mission, nö. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Guten Tag, die Herren. Garagencomputer. Abmelden. Wir brauchen wieder die junge Mission Wao. Hallo. So, wir hacken uns mal eben einmal rein. So, Systemänderung. So, erstmal Überwachungskamera. Da haben wir schon. Okay, die Swoop hätten wir überlasten können. Zurück zur Kamera. Das sind wir. Terminal überlasten. Na, natürlich. Das machen wir natürlich. Verladerampe. Ah, guck mal da. Triebwerklabor. Da ist auch noch ein bisschen was los. Und das war's. Okay. Greife auf Systembefehle zu.
Ich würde sagen, wir machen erstmal alle Sicherheitstüren auf. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, das reicht auch. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so grisselig ist. Das kann ich euch nicht beantworten. Oh, warte. Stuff. Mein Stuff. Mechanikerschreibtisch. Ah, cool, eine Passagekarte und Zugangskarte des Mechanikers. Nice, nice. Juli, dann sind wir hier hinten auch fertig. Also wir hätten quasi den Kampf im Zentralraum gerade, den hätten wir halt ein bisschen abkürzen können, aber gut. Haben wir jetzt halt nicht gemacht. Ist ja nicht so schlimm. Mission, du kannst direkt mal vorangehen, denn wir haben gleich zwei Minen zum Einsacken. So, hier können wir nichts plündern. So, hier können wir allerdings was plündern. Ja, ja, ich weiß. So, Mine entschärfen bitte. Ja, wolltest du auch wissen, warum du vergiftet bist, du Brot. Ehrlich, ihr seid so stuhl, alle, wie ihr da seid. So. Dann haut sich Mission nochmal Medikit rein, da was eigentlich völlig unnötig war, aber ihr habt ja gemeint, nee, ich renn da rein. So. Oh. Hi, was geht? Genau das, ne? So, haben wir hier noch was drin? Da ist ein Strahl. Hä? Strahlungsschilde. Energieschild, okay. Sonst hatten wir jetzt hier doch noch. Wir hatten die Leiche noch. Schön. 6 Credits. Offensichtlich bezahlt Davik seine Leute nicht gut. Schwarzer Vulkan. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich mach mein Bike fertig. So, was haben wir hier? Credits, natürlich. Reparaturkit. Oh, eine Werkbank. Das ist natürlich sehr praktisch. Moment. Ja, ja, ich weiß. Bla, bla, bla. Ich weiß. Werkbank benutzen. So, Nahkampfwaffen. Erstmal, oh, geil. Wir haben hier zusammenbauen. Missions. Können wir auch was dran bauen. Und weg. So, mehr haben wir nicht. Juli. So, warte. Fernkampfwaffen. Wir haben Salbass. Boah, geil, ey. Den können wir richtig aufwerten. Aha. Okay. Zusammen. Und wir haben auch mehr Rüstung. Genau, da kriegen wir erstmal hier, ne? Ein paar Muni dabei. Sehr schön. So, okay. So, wo können wir noch lang? Da hinten ist, glaube ich, auch nochmal dasselbe im Bund, ne? Ich denke, ja. Hallo, Jungs. Ich glaube, wir haben sie etwas überrascht. So, danke, dass wir darüber geredet haben, Jungs. Credits, der wurde gut bezahlt. Das hat er bestimmt den anderen verheimlicht. Ansonsten 29, der wurde auch gut bezahlt. Offensichtlich gibt es hier die zwei Mitarbeiter-Philosophie. Rashi Kapgeden den Booster geklaut. Er hat euch nie gehört. Ihr habt recht, ich gehöre nicht zu dem B, weil mein Name ist Saul. Vergesst es einfach. Ich weiß alles über euch, schwarze Wolke.
Vergesst es, ich werde euch vergesst es, ich werde euch nicht betrügen, Gärtner. Smilia, Achuta! So, wir machen erstmal die Leibwächterin, machen wir mal eben platt. Neuer Tagebucheintrag! Oh, warte, wir müssen mal eben hier so ein bisschen entgegenwirken. Wir haben noch Verbesserte, ne? Dann nehmen wir davon eins und... ja. Oh, warte mal, bevor wir das jetzt hier so weitertreiben. Ach Gott, jetzt geh doch. Geh mir doch aus dem Weg da. So, dankeschön. Machen wir erstmal die Leibwächter weg. Dann können sich unsere Jungs da um den einen Typen kümmern und wir machen hier die mal eben weg. Weil dann räumen wir so ein bisschen das Felde. Das ist, glaube ich, ein bisschen cleverer, als wenn wir uns da jetzt auf den Anführer alle stürzen und dann irgendwie voll auf den Sack kriegen. Ne? So, hier. Und da ist er down. 300 Erfahrungspunkte. Geil. So, schwerer Bläster. Auralverstärker. Nice. So, du hast doch auch bestimmt Zeug dabei, sage ich doch. Servoverschluss. Schon wieder. Cool. Sis-Energieschild. Nice. So, gehen wir doch direkt mal gucken, was wir da jetzt alles Hübsches gekriegt haben. Ja, Militäranzug ist klar. Bewusstsein plus 2. So, ich krieg nur Willensstärke, ne? Dann nehmen wir nämlich erstmal die hier. Da kriegen wir nämlich gleich doppelte Moni. Oh, mein Energieschild ist weg gewesen. Und ein Sith-Energieschild. Was bringt der denn? Energie, Elektrizität... Hey. So, ne. Was bringt der? Tapferkeit. Kann er ja mal rauchen. Her damit. Guck. Reaktionsimplantat. Nice. Salmar ist ja einer der wenigen Charaktere, die direkt sowas tragen können. Bewusstsein. Willensstärke. Bewusstsein bringt ihr, glaube ich, mehr. So. Salbar. Okay. Klar. Dann haben wir das. So, wir können eigentlich auf Mission bleiben, denn wir müssen hier mal eben schnell wieder was entschärfen. Und wenn mich nicht alles täuscht, genau, das ist der Swoop-Beschleuniger. Zack, danke. Ja. Damit haben wir das, weswegen wir eigentlich gekommen sind. Das war eine Sicherheitstür. Genau, wir sind gerade durch die reingekommen, ne? Genau. Hallo. Okay, dann sind wir hier schon wieder fertig eigentlich, ne? Wie sieht die Map aus? Haben wir einen Bereich, wo wir vielleicht noch nicht waren? Nö, eigentlich nicht, ne? Dann können wir jetzt wieder zur Hauptbasis. Und von da aus natürlich zurück in die Unterstadt. Und dann können wir direkt nach unserem Freund, nach unseren Kollegen, den schwarzen Beg. Einfach nur die Begs waren es, ne? Juni, dann sind wir heute auf jeden Fall sehr gut vorangekommen. Ich denke, Gen wird auch sehr begeistert sein von unserer Leistung, dass wir diesen Antrieb zurückgeholt haben. Und ich glaube, dann kommen wir zu einer anderen Tätigkeit, die ich massiv getrieben habe. So, da sind wir. Okay, wir nehmen den einfach normalen Hauptausgang. Es gibt ja keinen Grund für uns nochmal durch die Kanalisation zu husten, ne? So, hier lang. Geradeaus runter. Hatte ich dich? Nein, ich hatte dich vergessen. Es tut mir leid, Kiste. Sei mir nicht böse. Ne, gut, dann gehen wir jetzt hier raus. Da dürften auch noch zwei am Eingang stehen. Wir erinnern uns, ne? Die haben ja auch uns derbe mal so... ihr erinnert euch.
Ich sehe schon, ich muss gleich, wenn nach der Aufnahmesession, muss ich mal dringend irgendwie was für den Hals tun. Ich hoffe, ich denke dran, die Huste alle rauszuschneiden. So, da sind sie auch schon, unsere Freunde, die wir direkt mal ihr umnatzen wollen. Ja, ich sehe alles. Bitte schließe den... Oh, ne Scheiß, ne? Manchmal... Ey, das ergibt für mich keinen Sinn mehr hier, was der Controller macht. Nein! Ja, okay, warum nicht? Okay, wir haben Mission versehentlich betäubt. Es tut mir leid, Mission. Ich wollte dich nicht betäuben. Denke bitte nicht falsch von mir, weil ich dich betäubt habe. So, okay. Ja, damit sind wir hier in der Unterstadt eigentlich auch so gut es geht fertig, ne? Ich glaube, an dem waren wir noch dran, oder? Ja. Judy. So, wollen wir jetzt dahin? Oberstadt. Das andere ist Apartments, genau. So, ich wollte ja zu The Bigs, genau. Dann auf und davon. Und da bin ich mal gespannt, was dann als nächstes auf uns zukommt. Wir haben ja noch ein paar Kopfgelder offen und hast du nicht gesehen. Also wir haben ja noch einiges zu tun, ne? Guten Tag, die Herren. Des Weiteren, das mache ich noch nicht in dieser Session, weil ich in dieser Session in den Ladesequenzen sehr viel gelabert habe. Ab der nächsten Session, also ab der Mittwochsfolge, die morgen rauskommt, werde ich mich bemühen, die Ladezeiten aus den Videos rauszuschneiden. Bitte verzeiht mir dann, wenn es ein bisschen kürzer ist als 30 Minuten. Wir werden ein bisschen mehr dann aufnehmen, ne? Aber ich guck mal, ob ich das dann hinkriege. Wenn ja, dann dürft ihr euch freuen. Dann habt ihr nämlich hier die ganzen Ladesequenzen nicht mehr drin. Guten Tag! Ihr seid zurück. Ja. Habt ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen mitgebracht? Der hat die Stimme von Kas Onasi, wollte ich nur mal so klar. Ich hab den Beschleuniger bei mir. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr es schaffen könnt. Das Rennen ist morgen. Und meine Mechaniker brauchen ja auch noch ein wenig Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen in unser Bike einzubauen. Gut, ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt seid ihr an der Reihe. Macht euch keine Sorgen, ich halte mein Wort. Ich habe euch versprochen, dass ihr an dem Rennen unter der Flagge der geheimen Weg würdet teilnehmen können. Dabei bleibt es auch. Sehr gut. Und es wird noch besser. Ich gestatte euch, das Swoop-Bike zu nehmen, in das wir den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einbauen. Ohne dieses Bike hättet ihr keine Chance. Ja, wenn du das hast. Eden, das ist nicht euer Ernst. Wir brauchen auf diesem Bike einen unserer besten Fahrer. Wir können doch keinen Anfänger mit dem Prototypen fahren lassen. Macht euch keine Sorgen, Eden. Ich werde das Rennen gewinnen. Ich will ehrlich zu euch sein. Es gibt noch einen Grund, warum ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen ausprobieren dürft. Der Beschleuniger ist ein wenig instabil. Ich hab's gewusst. Es könnte durchaus sein, dass er während des Rennens explodiert. Geil. Ich kann von meinen eigenen Fahrern nicht verlangen, so ein Risiko einzugehen. Sie werden mit normalen Swoops fahren. Nur ihr habt ein Bike mit dem Triebwerksbeschleuniger-Prototypen. Wenn ihr die Strecke absolviert, bevor der Beschleuniger überhitzt, gewinnt ihr für die Big. Falls ihr sterbt, könnte es noch immer einer meiner anderen Fahrer schaffen. Klingt so, als hättet ihr an alles gedacht. Man wird nicht Anführer einer Swoop-Bande, wenn man nicht alle Tricks nutzt. Gut, ich bin für das Rennen bereit. Ihr könnt heute hier übernachten. Die Mechaniker brauchen Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einzubauen. Ihr könnt also leider nicht mit dem Bike üben. Doch ich kann mich auf meinen Instinkt verlassen. Irgendwas sagt mir, dass ihr das Zeug zum Rennfahrer habt. Entspannt euch einfach. Am Morgen bringen wir euch zur Swoop-Strecke. Okay. Was willst du? Ah, okay, der führt uns hin. Ich dachte schon, er wollte uns anmachen. Ich weiß, die Rodianer, die wirken auf mich immer so aggressiv. Ich weiß nicht, warum. Ja. Wobei eigentlich wirken die ziemlich neutral, ne? So, siehst du, ich laber schon wieder rein, ich Depp. Ich muss mal das echt abgewöhnen. Wie gesagt, ich bemühe mich ab nächster Folge. Hoffe ich wenigstens. Sicher, da erklär mir, wie es funktioniert.
She endured the drought when the rushy boat could be toothbrush findable delfa. Oh, if you don't delfa, but you know about delfa. Could be toothbrush findable delfa. Oh, if you don't delfa, but you know about. Okay, gut. Beginnen wir mit dem Rennen. Okay, ich werde euch nicht enttäuschen. Relativ unwahrscheinlich. Okay, so. Firk Anglu. Na. Dann gehen wir mal direkt zum Kommentator. Und da sehen wir Bastila im Käfig. Ich würde gerne ein Rennen fahren. So. So, jetzt haben wir es echt mal geschafft. Okay, so, drücke die A-Taste, um zu beschleunigen. Okay, ja, ja. So, jetzt müssen wir hier, das ist das... Ah, scheiße, das war doof. Das wird wahrscheinlich nichts gewesen sein. Ich muss mich da auch erst wieder reingewöhnen. Boah, es ändert so ein bisschen an, wie hieß das noch? Wie hieß denn das Spiel noch? Extreme G! Ich weiß gar nicht, wer sich noch daran erinnert. Jetzt lade ich, ist ja auch egal, in dieser Folge ist das noch erlaubt. Okay. Wie gesagt, ich werde das ab nächster Folge machen, was ja nicht mehr so lange dauert. Wir machen noch ein Rennen, komm. So, welche Zeit muss ich denn schlagen? 29,9. Okay. Ich würde gerne ein Rennen fahren. So, dann gib mir Rennen. Es kann natürlich passieren, dass ich hier und da eine Ladezeit vergesse. Ich will es nicht hoffen. Ne? Aber kriegen wir alles hin. Also immer positiv bleiben. Das war schon jetzt eine heftige Zeit, muss ich sagen. Also es kann auch richtig Spaß machen, ne? Aber ja, das kennen wir schon. Okay,
Leute, hört mir zu. Bevor ich dem sogenannten Champion der Beg seinen Preis überreiche, muss ich euch etwas mitteilen. Der siegreiche Pilot ist ein Betrüger. Ihr seid ein verdammter Lügnerbrecher. Euer Swoop-Bike läuft mit einem Beschleuniger-Prototyp. Eindeutig ein unfairer Vorteil. Wegen dieses Betrugs der geheimen Beg ziehen die Vulka ihren Anteil an der Siegprämie zurück. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann mich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brejik. Bastila. Was? Unmöglich! Ihr wart an einen Neuralfesselkragen gekettet. Woher habt ihr den Willen nehmen können, um euch selbst zu befreien? Ihr unterschätzt die geistigen Kräfte eines Jedi, Brejik. Doch ihr lebt nicht mehr lange genug, um diesen Fehler zu bereuen. Die ist aber finster drauf. Vulka, zu mir! Beseitigt diese Frau! Beseitigt den Zoopiloten! Beseitigt alle! Oh, Brejik ist aber finster drauf, ne? So. Wachposten! Hier, nimm das! Aber man sieht schon, ne? Also Bastila, ne? Die Bastila, die macht richtig Alarm, ne? Hallo, danke. Verbessertes Medikit und... 42, nice. Komm schon! Mach Brejik platt! Und bei Bastila sehen wir gerade, wie so eine Doppelklinge aussieht. Wir drehen immer die Rücken zu ihr, ne? Vielleicht kann Bastila dann eher einige Treffer setzen. Oh, warte. So, un momento, por favor. Wir machen erstmal zweimal Medikit, dann machen wir einen Stärke-Enhancer und dann weiter angreifen. Pam. Und haut sie ihn einfach weg. Why not? So, Bastila, komm, das Gespräch machen wir noch. Diese verdammten Vulka werden es sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob sie noch einmal eine Jedi gefangen nehmen. Und was euch betrifft, wenn ihr glaubt, mich als Trophäe gewinnen zu können... Ruhig. Moment, das glaube ich nicht. Ihr seid doch einer der Soldaten der republikanischen Flotte, nicht wahr? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wie kommt einer wie ihr dazu, für diese Swoop-Banden Rennen zu fahren? Mein Name ist Saul. Ich bin hier, um euch zu retten. Mich retten? Wolltet ihr das mit eurem Swoop-Rennen erreichen? Für eine Rettungsaktion war das aber ziemlich jämmerlich. Oh, das ist aber hart. Für den Fall, dass euch das entgangen sein sollte. Ich habe mich selbst aus diesem Neuralfesselkragen befreit. Es war wohl eher so, dass ich euch gerettet habe. Oh, ein bisschen unmütig, ne? Brejik und seine Vulka hätten euch umgebracht, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ihr hattet großes Glück, dass ich euch aus diesem Schlamassel befreit habe. Dafür haben wir keine Zeit. Karth wartet auf uns. Karth Onasi lebt? Endlich eine gute Nachricht. Karth ist einer der besten Soldaten der Republik. Er hat sich mehrfach als Held erwiesen. Er hat euch geschickt, um mich zu retten? Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Karth hätte euch niemals geschickt, wenn er nicht von euren Fähigkeiten überzeugt wäre. Verzeiht mir. Trotz meiner Jedi-Ausbildung urteile ich oft etwas voreilig. Bitte bringt mich sofort zu Karth. Gemeinsam werden wir drei einen Weg finden, von hier zu fliehen, bevor die Sith unsere Anwesenheit bemerken. Juni! Ja, das bedeutet natürlich für uns, dass wir in der nächsten... Oh! Ich habe keine Ahnung, warum sie da eine andere Sprache spricht. Okay, also Bastila hat gegen Revan gekämpft. Bastila,
Ihr lebt. Endlich ein Lichtblick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Macht euch keine Sorgen. Wir finden schon eine Lösung. Verstehe. Aber jetzt, wo ich wieder die Verantwortung für diese Mission trage, werden wir die Dinge richtig machen. Hoffentlich verläuft unsere Flucht von Taris etwas ruhiger als diese Rettung vor Brejik. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Oh. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Jetzt beruhigt euch. Das hilft uns nicht weiter. Ja, ihr habt natürlich recht. Ich muss mich entschuldigen, Karth. Das war eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich für jeden Rat dankbar. Was schlagt ihr also vor? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Korrekt. Wohl wahr, Karth. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulka und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Macht euch keine Sorgen, ich werde das nicht zulassen. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Kantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Bei unserer ersten Begegnung ist etwas Seltsames passiert. Eine Art Vision. Eine Vision? Wovon? Von euch. Ihr habt gegen einen dunklen Jedi gekämpft. Revan, nehme ich an. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Wollt ihr damit sagen, dass ich die Macht nutzen kann? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Ich könnte also ein Jedi werden? Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen, egal wie. Okay. Judy, Kinders, dann sage ich an dieser Stelle jetzt zu euch, see you guys. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Star Wars Knights of the Old Republic. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.